Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Hinter dem Deck ein König der Stäbe. König der Stäbe, Feuerelement. Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Der König der Arbeit. Das ist wirklich der König der Arbeit, muss man sagen. Du siehst diese Person, die wir hier haben, auf diesem Kartendeck, ein König der Stäbe, zeigt sich, wie du siehst, wie eine Person, die durch die Arbeit immer sich hier und her bewegen muss. Eine Person, die am Pendeln ist, ja. Diese Person, also hier zeigt sich einen Ausländer. Ja, also du siehst, die Person ist dunkelhäutig. Also, ich meine jetzt, das sind jetzt nur Zeichen. Ja, Zeichen haben wir übrigens bei dir, Zwilling. Also hier hast du wirklich wortwörtlich mit Zeichen zu tun. Also das Universum ist hier gerade präsent bei dir, das muss ich dir schon sagen. Und diese Zeichen musst du, du musst achtsam bleiben auf alles, was du so von außen bekommst, also Zeichen. Ob das mit der Musik zu tun hat, ja, mit Musik, mit was du hörst, was du siehst, was du alles. Also du musst achtsam bleiben, weil du bekommst Zeichen. Hier haben wir viele Zeichen in dieser Karte. In dieser Karte sieht man eine Person, die schwarz ist, aus einem anderen Land, Kontinent kommt. Sternzeichen Löwe zeigt sich sehr stark. Hier ist auch ein Löwe. Diese Person nochmals bewegt sich, ist am Pendeln zwischen einem Land und einem anderen, ja, wegen der Arbeit, durch die Arbeit. Das ist eine Person, die sehr mutig ist, keine Angst hat. Ja. Und irgendwie zeigt sich diese Energie. Acht der Schwerter und der König der Stäbe. Ja. Schauen wir mal jetzt weiter. Zwilling, du hast da viel Feuer auf den Tisch, ja, zu spüren. Du hast nämlich 10. Stäbe, 7. Stäbe und die Karte der Stern. Die Karte der Stern in dieser Position ist natürlich nicht selbstverständlich, Zwilling. Ja? Also das ist Sternzeichen Wassermann, Fische könnte auch sein. Das ist eine Karte, die über Hoffnung spricht. Hoffnung. Diese Karte spricht über eine Heilung. Also so ungefähr, man ist jetzt vorbereitet. Ja, ich bin geheilt, meine Energie ist reinigt und ich bin vorbereitet. Ist eine Karte, die über Gebete redet, eine Person, die betet, ja. Hier siehst du auch eine Person, die auf dem Knie geht und betet. Diese Person glaubt und ist dem Universum im Vertrauen, ja. Ich vertraue dem Universum, ich bete, ich glaube und so weiter. Das ist eine sehr, sehr positive Energie für dich hier, Zwilling, in dieser Position. Und das spricht, das deutet eigentlich auf sehr gute Vorzeichen für dich. Unabhängig, worüber wir hier jetzt für dich reden. Ne? Also ich muss dir eine Sache sagen. Es ist interessant jetzt, wie die Karten da liegen. Ja? Und du musst dir vorstellen, auf dieser Position, die Karte des Stern ist nicht selbstverständlich. Und hier reden wir über Zeichen. Zeichen, die du bekommst. Ja, folge die Zeichen und achtet drauf. Wir reden hier über, dass deine Gebete angehört werden. Und ich sehe hier Menschen, die beten. Natürlich. Das ist die Karte des Stern. Eine Karte, die mit Hoffnung, über Hoffnung spricht. Und eine Karte, die für die Zukunft spricht. Ja,
eine Heilung auch hier zu sehen ist und eine sehr positive Energie. Und das ist, sind Wünsche, ja, Wünsche, die in Erfüllung kommen. Augenblick bitte, Zwilling. Zehnte Stäbe, siebente Stäbe. Ich spüre bei dir auch sehr viel Frieden mit diesen siebente Stäbe. Ja, eine Person, die im Balance ist. Ja, ich bin gerade in meinem Gleichgewicht. Ja, ich bin in meinem Gleichgewicht. Mir geht es gut. Ja, mir geht es gut. Und dieses, das Gefühl ist hier, dass man eine Situation loslässt. Ich lasse eine komplizierte Situation. Ich lasse los. Ich gebe mich dem Universum hin. Ich überlasse dem Universum, Gott oder den Engeln, überlasse ich diese Situation. Und ich tue mich wirklich in den Händen vom Universum, von Gott, ja. Und ich lasse los. Ja. So ein Gefühl habe ich hier bei dir, Zwilling. Interessante Energie. Du hast 7 und 7 der Stäbe. Die Nummer 7, 7 wiederholt sich. Und das ist 7 der Stäbe, zweimal sogar. 2 der Stäbe, 6 der Stäbe, 10 der Stäbe, König der Stäbe. Du hast viele Stäbe auf dem Tisch. Sehr, sehr viel Feuer. Und zwar sogar diese Karte ist für dich auch gekommen. Hier sieht man auch sehr viel Feuer und das Planet Mars. Planet Mars, wie gesagt, Sternzeichen wieder, sehr stark bei dir, Sternzeichen wieder, Löwe, Schütze, also Feuerelement, spüre ich hier bei dir. Nochmals, das Gefühl bei dir ist, Zwilling, dass du eine Situation loslässt, dass du in deinem Gleichgewicht bist und dass es dir gut geht. Fünfte Kerzen zeigt sich auch, die Karte der Turm. Etwas ist hier geschehen, irgendwie. Schau mal, du hast in der Mitte 9 Münzen. Diese Karte, so genauso wie ich jetzt bei anderen Sternzeichen gesagt habe, ist einfach sehr populär jetzt. Es gibt immer eine Karte, die populär ist für die nächste Woche. Und das ist 9 Münzen. Und 9 Münzen ist eine positive Energie. Weil 9 Münzen, und ich muss noch was jetzt sagen, also ich habe es heute schon oft das irgendwie wiederholt, diese gleiche Sachen, weil die Karte kommt sehr oft für eine kommende Woche. 9 Münzen spricht über eine Person, die ledig ist. Und wir wissen jetzt, wie das ist, Zwilling. Du musst schauen, wie es für dich spricht. Hier sehe ich eine Person, die ledig ist und das kann perfekt über deine eigene Energie reden. Du bist ledig, dir geht es gut. Du bist tatsächlich in deinem Gleichgewicht und aus diesem Gleichgewicht wirst du dich nicht bringen. Ne? Aus diesem Gleichgewicht lässt du dich nicht bringen. Also durch niemand. Dir geht es gut. Du bist unabhängig. Ich spüre das, also dass du halt, diese Energie zeigt sich, ja, ich bin sehr kreativ. Die Karte des Sterns spricht auch über Kreativität, über eine neue Mentalität, tatsächlich, ja. Also ich spüre hier diese starke Energie, diese neue Wassermann-Ära, ja, diese Wassermann-Ära ist hier bei dir zu spüren, eine neue Mentalität, neue Ideen, sehr, sehr kreativ bist du, ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Die Sache ist, andere sehen das auch. Das ist kein Problem. Ich meine, was soll ich meine jetzt, ne? Wenn wir auf der Welt sind, andere beobachten uns auch. Es ist logisch, das werden wir nie ändern. Es ist kein Problem. Ich sehe nicht, dass das für dich ein Problem ist. Dir geht es gut. Das ist die Sache. Aber nochmals, zeigt sich hier eine Energie, wo man sieht, andere beobachten dich oder und so weiter. Ja, man sieht es. Aber das ist einfach nur, ich sage es dir nur, weil das sich hier zeigt, sonst nicht. Gibt es irgendwie hier etwas Eifersucht? Ja. Und das habe ich einmal bei oder zweimal bei Sternzeichen Wassermann gesagt. Ich meine, ich erinnere mich jetzt gerade dran. Du hast ein Licht, also dein Licht stört anderen, ja, dass du so glänzt oder dass du so ja, kreativ bist
und so irgendwie so viel Licht von dir gibst, das stört manche Menschen, aber das können wir ja nicht ändern. Ne? Von da aus weitermachen, oder? Ich meine, das sieht man bei dir. Ich spüre hier eine starke, erfolgreiche Energie bei dir. Zwilling, ich weiß nicht, was du gerade machst. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht. Ob die Legung sich für die Crosswatchers spiegeln kann. Aber die Energie ist doch schon extrem positiv. Also das, was du gerade machst, macht einfach weiter so. Alles, was dir gut tut. Alles, wo du denkst, wenn ich in einer Situation keine Kontrolle habe, ja, dann lasse ich den Kontroll weg. Also das, was ich nicht kontrollieren kann, versuche auch nicht zu kontrollieren. Und das hat schon eine Logik, oder? Wenn ich eine bestimmte Sache nicht kontrollieren kann, dann höre ich damit auf, es kontrollieren zu wollen. Warum? Weil sonst leide ich nur. Ich leide. Und meine Schwingung ist niedrig. Ist das positiv? Nein, eigentlich muss ich für meine Schwingung arbeiten. Also meine Schwingung, und das heißt, dass ich glücklich bin oder nicht, das liegt an mir. Es liegt an mir und daran muss ich arbeiten. Ich muss glücklich bleiben. Sollten Menschen in deine Nähe geben, die das für dich nicht wollen, ich meine jetzt, dann musst du dich distanzieren, so weit, so gut es geht. Ne? Weil ich meine jetzt, wenn Menschen dich lieben, wenn die Familie dich liebt und so weiter, oder die wollen dich auch glücklich sehen, oder? Und wenn das nicht so ist, ich liebe dich schon und ich möchte dich glücklich sehen schon, aber nicht glücklicher als ich, dann ist das ein bisschen problematisch, ne? Ich meine jetzt, Zwilling, wirst du beobachtet momentan? Ja. Du bewirkst ein etwas Eifersucht oder dein Licht bewirkt Eifersucht in anderen. Ja, aber das ist nicht, weil ich dir das sage, es ist, weil es da steht. Ist das die Familie sogar? Wenn ich dir das sage. Du hast hier 10 Münzen, 10 Stäbe. Also die Nummern wiederholen sich bei dir. Du hast die Nummer 10, 10. Diesmal habe ich leider die Würfel nicht dabei. Und ich vermisse die Würfel tatsächlich. Ne? Aber kein Problem, nächste Woche. Also wie gesagt, die Nummer 10, 10, die Nummer 7, 7 wiederholen sich bei dir. Ja? Genau. Stell dir mal vor, die Nummer 10, 10 und die Nummer 7, 7. Und die Karte der Sterne ist Nummer 17. Also das heißt, 10 plus 7 macht 17. Wow. Stark, oder? Also wie gesagt, du hast hier die Nummer 10, die Nummer 7 in der Mitte und die Karte der Sterne. Also 10 plus 7 macht 17 und das ist die Karte der Sterne. Ich finde es extrem interessant, ja? Ja. Du hast eine positive Energie, Zwilling. Natürlich ist die Karte der Sterne eine Karte jetzt, die sehr so generell ist, sehr generell. Und du musst schauen, was diese Karte dir sagt tatsächlich für dich. Aber die Karte ist sehr, sehr positiv. Diese Karte spricht über eine Reinigung in deine Energie. Eine Reinigung, ja. Also ein Gefühl von loslassen, tatsächlich. Tatsächlich, loslassen. Wie gesagt, ich gebe mich dem Universum hin. Ja, und meine Probleme tue ich Gott einfach, ja, einfach übergeben und sagen, ja, also ich lasse los. Mach du das für mich. Ich lasse jetzt los. Das, was ich nicht kontrollieren kann, versuche auch nicht zu kontrollieren. Sonst leide ich. Und ich möchte ja nicht leiden. Wenn ich leide, blockiere meine Energie und kann nicht weiter. Von da aus, ich kann nicht leiden, ich lasse los. Ich möchte niemandem was Böses. Ja, sollen alle gesegnet sein. Also ich möchte niemandem was Böses. Ich bin in meinem Frieden. Ich bin, ja, ich bin gläubig. Ich bete, mir geht es gut. Ich möchte niemandem was Böses, aber ich muss mich auch schützen vor manchen Menschen, ja. Sensation Löwe zeigt sich bei dir sehr stark, ja?
im Sinne. Ja. Blick ins Innere. Sei geduldig, langsam aber sicher. Blick ins Innere, und das ist die Karte der Sterne auch, ja? Also, interessante Energie hast du hier gerade jetzt mit meinen Karten. Denn diese Karte ist gekommen, und das spüre ich vielleicht auch in deiner Energie. Diese Karte spricht über Tabakrauch, Zwilling. Tabakrauch, und wir könnten hier auch über Drogen reden, ja? Also hier steht, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Hier reden wir über Rauchen. Und ja, das könnte ich für eine Gruppe von Sternzeichen Zwilling sicher sehen, sicher. Und ist das jetzt nur Rauchen? Es könnte hier was anderes sein, ja? Manipulation sieht man hier. Manipulation, gegen Manipulation. Eine Person durch die Arbeit. In manchen Fällen, Zwilling, gibt es Manipulation bei dir auf der Arbeit, ja? Manipulation auf der Arbeit. Hier sieht man eine Beinverletzung. Hier siehst du eine Person oder ein Kind mit einer Beinverletzung. Knochenverletzung, ja. In der Mitte hast du diese Karte. Und hier siehst du den Darm und Magen. Magen und Darm. Ist man hier in einer Heilung? Gibt es eine Gruppe von Sternzeichen Zwilling, die sich auch in so einer Situation befindet, in einer Heilung? Und wir hatten, ich weiß nicht, ob das bei dir war, oder Krebs, wo wir über eine Darmspiegelung gesprochen haben. Ich weiß nicht mehr, ob das bei Zwilling war. Aber die Sache ist, es zeigte sich, glaube ich, auch diese Karte, plus eine andere. Die andere ist dieses Mal nicht da. Und die Karte der Sterne ist ja in dieser Position. Ich sehe hier eine gute Entwicklung in deine Gesundheit, sage ich jetzt mal so. Die Energie deutet auf eine positive Entwicklung. Ja? Das ist die Karte der Sterne. Wir reden über eine Heilung, eine Reinigung. Und das nimmt Zeit, aber es zeigt sich positiv. Und das ist, das könnte mit deinem Magen oder Darm zu tun haben. Es gibt hier finanzielle Unterstützung, steht hier. Von Sternzeichen Löwe. Löwe ist da. Ist eine Person, die eine Reise macht. Ich könnte auch eine Person sehen, die sehr viel Geld ausgibt. Das könnte ich auch sehen. Könnte ich hier die Situation haben bei dir, Zwilling, dass du mit einer Person zu tun hast, die sehr viel Geld ausgibt, wo du auch finanziell unterstützt. Es gibt hier eine finanzielle Unterstützung. Und jetzt können die Crosswatcher sagen, nein, das ist andersrum, das mache ich für Zwilling. Und das kann auch sein. Aber das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Legung für Sternzeichen Zwilling ist und wie für jeder jetzt sich angesprochen fühlt, das ist unabhängig. Aber die Sache ist, könnte ich die Situation hier haben, dass du mit einer Person zu tun hast, die sehr manipulativ ist, sehr viel Geld ausgibt und dass du auch finanziell immer wieder unterstützt. Ja, die Situation könnte mir hier haben. Dass du jetzt sagst, Schluss damit, mache ich nicht mehr mit, ich mache nicht mehr mit. Warum mache ich nicht mehr mit? Weil ich muss mich jetzt auch schützen. Also ich lasse es nicht mehr zu, ich lasse keine Ausnutzung mehr. Ich habe bei Sternzeichen, ich glaube, das war, gerade habe ich darüber gesprochen, das war Sternzeichen Waage. Bei Sternzeichen Waage habe ich über das Gleiche gesprochen, ja. Also dass man hier sich schützt. Ich ziehe mich zurück und ich schütze mich. Ich tue eine Wand dazwischen. Warum? Ich lasse keine Ausnutzung mehr. Keine Manipulation, keine Ausnutzung mehr in meinem Leben, ja. Denn, wie ich jetzt nochmals, wie gesagt habe vorher, es bringt mir auch selbst auch Pech. Es bringt mir Pech, wenn ich Menschen helfe, die eigentlich Geld verschwenden. Ich tue mein Geld, das Energiegeld bei mir, tue ich auch, wie sage ich, ich bringe die Energie Pech auch. Und das ist nicht gut für mich. Ich helfe natürlich Menschen, die es brauchen. Menschen, die es brauchen, die wirklich es brauchen. Oder Kinder in Not. Ich überweise monatlich Geld für Kinder in Not oder solche Sachen. Ja? Oder für Tiere und so weiter. Das bringt mir Glück. In meine Energie Geld bringt das Glück. Bei mir bringt es Pech, wenn ich Menschen in der Familie, von mir aus rede ich über die Familie, meine Eltern, meine Kinder, egal wer,
wenn ich diese Menschen helfe, die immer wieder einfach nur Geld verschwenden oder mit dem Geld nicht gut umgehen, oder ich bin immer die Person, die mir überall finanziell unterstütze. Warum sage ich das? Weil die Karte ist gekommen. Also es kommt ja nicht von mir jetzt so plötzlich, sondern du hast ja auch die Karte, die sagt, finanzielle Unterstützung plus 10 Münzen. Und das spricht für die Familie. Halt dich fest. Ja, ich meine jetzt, es synchronisiert sich schon. Es synchronisiert sich schon, Zwilling, ja. Von da aus könnte ich ja bei dir eine Situation haben, die auch mit Geld zu tun hat. Ja, natürlich. Natürlich. Interessant ist, du hast auch die Karte Manipulation, habe ich dir ja gezeigt. Manipulation ist da. Bei Sternzeichen Schütze, bei einer starken Energie, war eine starke Energie, aber ich glaube, Manipulation kam bei jemand anderem. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall, Löwe zeigt sich hier. Musik, Orchester zeigt sich auch hier. Diese Karte kommt bei dir oft das. Zwilling, Musik ist wichtig. Und dann kommt diese Karte hier. Zwei Menschen, die sich umarmen, plus die Karte des Sterns. Es gibt hier irgendein Gefühl von Hoffnung mit einer Person, irgendwie. Es kann schon möglich sein, dass wir hier mit einer Heilung zu tun haben, weil du hast Tabakrauch plus der Magen. Wir wissen ja, Rauchen ist nicht gesund. Ne? Rauchen ist tödlich. Und plus diese Karte. Es ist ja klar, dass wenn ich diesen Feuer in mir rauche, diesen Rauch ist heiß auch, und ich rauche das in meinen Magen und so weiter, das tut ja nicht gut. Natürlich nicht. Es ist nicht nur die Lungen, sind nicht nur die Lungen, sondern ich denke, ich meine, ich habe noch nie geraucht, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das, diesen Rauch schlucke, ja. Rauche nicht tödlich. Ja. Eine Person hat mal geschrieben, ja, was soll ich gesund sterben? ich meine jetzt, die Frage wäre vielleicht besser, soll ich gesund alt werden? Ich möchte alt werden mit Gesundheit. Wenn ich alt werde und ich eine Maschine brauche, damit ich Luft bekommen kann, und ich mich von dieser Maschine, wie sage ich, abhängig bin. Also die Frage wäre hier nicht, soll ich gesund sterben, sondern soll ich alt werden in der Gesundheit oder krank? Na, da kommt man schnell auf die Antwort. Ja? Da kommt man schnell auf die Antwort, oder? Wenn ich sterbe, sterbe ich. Das ist sowieso ja klar. Aber wie sterbe ich? Im Leid? Mit Schmerzen? Oder sterbe ich im Frieden? Und so weiter. Na? Neunte Münzen, neunte Münzen. Zwilling, neunte Münzen hier, neunte Münzen da. Die Karte der Hierophant kommt momentan sehr oft. Stier zeigt sich, Löwe nochmals. Die Welt. Also Zwilling, du hast hier einen Wunsch. Das ist, was ich hier spüre. Du hast einen Wunsch, Ratte Schicksals. Du hast einen Wunsch und eine Leidenschaft. Einen Wunsch mit einer Leidenschaft. Es gibt hier sechste Schwerter Veränderungen. Das ist ein Wunsch. Qué fuerte, ¿no? Die Welt und der Narr. Die Welt ist den letzten wichtigen großen Arkana, Nummer 21. Und der Narr ist der erste danach. Das ist Nummer 0. Wir reden hier über einen Loslassen, eine Befreiung, neue Anfänge. Wir reden hier über einen Loslassen. Einen Zyklus. Wir reden über einen Zyklus bei dir.
Zehnte Münze mit zehnte Münzen. Zehnte Münzen und zehnte Münzen, beide Karten zusammen. Plus finanzielle Unterstützung. Interessant, oder? Ich spüre hier, das Geld ist bei dir sehr stark. Ritter der Kelchen. Vier der Stäbe. Du hast eine Königin der Münzen hier. Plus Manipulation, Gegenmanipulation. Königin der Münzen und Gegenmanipulation. Königin der Münzen, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Langzeitbeziehung oder sonst eine Mutter. Irgendwie sieht man hier eine Mutter. Mit Gegenmanipulation. Dann kommt auch eine Königin der Stäbe. Königin der Stäbe zeigt sich nämlich auch. Ja. Und du hast hier einen Wunsch mit der Gatte der Sterne und diese zwei Menschen, die sich umarmen. Man hat hier einen Wunsch. Neun der Münzen und der Hierophant. Hier zeigt sich diese zwei Karten für dich, Zwilling. Die Kraft und der König der Kelchen. Skorpion, Krebs oder Fische, Löwe. Es gibt eine Leidenschaft hier. Eine starke Leidenschaft für eine Person. Die Sternzeichen sind nicht so wichtig, weil du hast hier alle Elemente auf dem Tisch gerade. Von da aus muss diese Sternzeichen nicht sein, aber ich spüre bei dir was Neues, eine neue Welt, einen Loslassen, eine Befreiung. Das ist, was ich hier spüre. Ist das eine Reise für dich? Du machst eine Reise? Es kommt eine Heilung bei dir. Ich spüre eine Heilung. Irgendwie eine Heilung gibt es hier. Ob das mit einem Kind zu tun hat oder deine eigene Heilung ist. Aber dann ist das eine Reise für dich? Weil die Karte der Nahrung, die Welt, ich meine, das kann einen neuen Anfang woanders. Ich fange neu woanders. Und dann zeigt sich natürlich diese Karte. Dieses sechste Schwert, das spricht auch über einen Umzug. Ja? Keine Ahnung. Zwilling, keine Ahnung. Ich spüre hier sowas in der Art. Ja? Also einen Umzug. Du hast hier Hoffnung. Ob das jetzt mit einer Person zu tun hat, einfach einer Person, eine Beziehung oder sogar Veränderung. Ich spüre bei dir große Veränderungen, Zwilling. Zwilling, schau mal, meine Kollegin hier hat für dich auch eine Karte rausgeholt, ja? Ich habe die Karte noch nicht gesehen. Wir schauen zusammen, was für eine Karte das ist, ja? Fünfte Kerlchen. Und ich glaube, fünfte Kerlchen hatte ich gesehen, ja. Fünfte Kerlchen zeigt sich hier nämlich auch. Und fünfte Kerlchen, ja. Du hast dreimal fünfte Kerlchen, Zwilling. Die Nummer 555. Und das ist die Karte der Turm. Das spricht über Veränderungen. Die Karte Nummer 555 hast du. Denn diese zwei Karten zeigten sich in den Decks. Aber meine Kollegin, die für dich auch eine Karte rausgeholt hat, hat auch fünfte Kerlchen. Fünfte Kerlchen spricht über die Vergangenheit. Und diese Karte spricht über Loslassen. Diese Karte hat auch mit einem Loslassen zu tun. Es tut weh. Ja, es tut mir weh. Ja. Aber ist eine Karte, die über Loslassen spricht. Es geht ja nicht anders. Es bleibt uns, wie ich mir sage, nicht anders übrig. Ja. Weil, wie ich mir sage, das, was ich nicht kontrollieren kann, was mit mir, mit meiner Person zu tun hat, was ich nicht kontrollieren kann, soll ich auch nicht kontrollieren. Ja, ich habe es dir vorher gesagt, glaube ich, oder? Weil sonst leide ich. Wenn ich eine Situation zwingen will, ich zwinge eine Situation, ich versuche eine Situation zu kontrollieren, eigentlich kann ich die Situation gar nicht kontrollieren, weil nicht in meiner Macht steht. Ja? Und ich zwinge die Energie, ich will das aber, weil ich will das und ich zwinge die Energie und ich versuche eine Situation zu kontrollieren, die gar nicht in meiner Macht steht. Dann
leide ich. Dann leide ich. Egal worüber wir reden. Ja? Zwilling, es ist ja klar, dass du diese drei Karten hast. Die Nummer 555 spricht über Veränderungen. Aber nicht nur da, sind die gleichen Karten. Wir reden über fünfte Kelchen, dreimal auf dem Tisch. Also wir reden schon über eine Traurigkeit hier. Sogar eine Co-Abhängigkeit. Weil die Nummer fünfte Kelchen kann mit den Emotionen auch zu tun haben. Eine Co-Abhängigkeit, emotionell jetzt gesehen. Ja. Und nochmals. Uns gehört nichts und niemand. Ja, ich kann nur das kontrollieren, was mit meiner Person, Emotionen, mit meinen Taten zu tun hat, was mit mir zu tun hat, das kann ich kontrollieren. Ich kann aber alles, was außer mir ist, kann ich nicht kontrollieren. Egal, worüber wir reden. Ich kann auch über meine Kinder reden. Ich kann meine Kinder auch nicht kontrollieren. Nein, kann ich nicht. Solange die kleinen Kinder sind, ja. Aber glaube mir, solange die schon mehr oder weniger 15, 16 sind, kannst du die nicht mehr kontrollieren. Ja. Es ist egal, worüber wir reden. Alles, was außen ist, außer dir, du kannst das nicht kontrollieren. Von da aus Kontrollthemen loslassen, weil sonst leidest du. Ergebe dich dem Universum, also ergebe deine Probleme dem Universum hin und die sollen es für dich lösen und befreie dich. Aber das ist die Energie, die ich bei dir habe. Eigentlich, ich sage dir das gerade jetzt, aber eigentlich, das ist die Energie, die ich hier spüre bei dir, Zwilling. Ich spüre hier eine Energie von Loslassen. Loslassen. Sonst werde ich krank. Ich werde krank. Die Krankheiten kommen durch diese Situationen. Durch diese Situationen kommen die Krankheiten. Wenn du mit deinem Magen zu tun gehabt hast, mit deinem Magen, ist logisch, weil diese ganzen Situationen gehen erst auf den Magen und ich werde krank. Manchmal fragt man sich, ja, warum bin ich so krank geworden, warum ich und so weiter. Ja, was ist das, was du loslassen sollst? Weil dein Körper spricht mit dir. Und jetzt musst du zuhören, was sagt dein Körper? Ja, weil dein Körper spricht tatsächlich mit dir. Und das sind Zeichen. Eine Krankheit ist ein Zeichen. Eine Krankheit ist kein Zufall. Nie, nie ein Zufall. Ja, denn Körper, unserem Körper ist sehr intelligent und tut sich selbst kurieren, selbst heilen, eigentlich schon. Ist sehr intelligent. Aber wir mit unserem Kopf, unsere Gedanken, machen unserem Kopf, unserem Körper auch krank. Und ja, das ist Fakt. Das ist keine Sache, die ich mir jetzt so... Das ist Fakt, das ist so. Ja? Von da aus, das ist, was ich hier habe. Und irgendwie, ich denke, das ist nämlich auch so. Deine Energie ist aber sehr positiv, muss ich dir sagen. Nicht morgen um 8, aber mit sehr guten Vorzeichen. Ja? Weil wir reden hier, wie gesagt, über eine Heilung, über ein Loslassen, über eine Traurigkeit. Und jetzt werden viele Sternzeichen Zwilling sagen, mir geht es überhaupt nicht so gut, wie du sagst, oder mir geht es ziemlich schlecht, oder mir geht es, ja, und ich glaube dir. Also, nicht, dass du denkst, ich glaube dir nicht, ich glaube dir schon. Weil das sagt man, die Energie sagt das auch. Die Energie spricht darüber auch. Von da aus, ich glaube dir. Aber trotzdem muss ich dir sagen, die gute Nachricht ist, dass die Energie bei dir, und gerade sehe ich die Nummer 333 in meine Uhr, dass die Energie hier bei dir sehr gute Vorzeichen zeigt. Für eine Gruppe von Sternzeichen Zwilling ist das gerade jetzt, weil wir bewegen uns alle in verschiedene Zeiten. Eine Gruppe ist noch nicht angekommen, eine Gruppe ist bereits da und eine andere Gruppe ist schon sehr weit entwickelt. So ist es. Mir geht es auch nicht anders. Ja, wir sind alle in einem spirituellen Weg und das wird so bleiben, bis wir das Leben hier verlassen. Es wird nie so kommen, dass wir sagen, ich bin jetzt so weit, ich habe alles gelernt, sowas gibt es nicht. Oder dass man sagt, ich bin besser als du, weil ich weiter mehr entwickelt bin. Das ist nicht, das spricht nicht die Wahrheit. Das spricht gar nicht die Wahrheit. Ne? Von da aus,
Also Zwilling, das ist die Energie, die ich hier bei dir spüre. Ne? Ob das für dich jetzt einen Umzug ist, du fängst in eine neue Arbeit an, also eine neue Arbeitsstelle, oder du wanderst, du gehst woanders. Also das ist, was die Karten hier sagen. Ich gehe in ein anderes Land und so weiter. In manchen Fällen, Zwilling, du sagst, ich woanders? Mir geht es genau sehr gut hier. Nee, gar nichts. Ja, aber du hast die Karte der Sterne in dieser Position. Und die Karte der Sterne sprichst du über die Zukunft. Möglicherweise siehst du das noch nicht so kommen. Was auf dich zukommen wird, das siehst du noch nicht. Weil das ist die Karte der Sterne. Wir reden wirklich über eine Zukunft. Mit sehr guten Vorzeichen. Können wir hier bei dir über einen Umzug reden, ganz woanders? Das kannst du mir glauben. Ja. Aber du bist noch hier am Heilen, oder? Du bist hier gerade hier am Heilen, ja, das ist, was ich hier spüre. Das ist, was ich hier spüre. Trotzdem zeigt sich die Energie sehr, sehr positiv. Ja? Wir wissen ja, niemand hat gesagt, es wäre leicht. Ja? Also, niemand hat gesagt, es wäre einfach. Überhaupt mit dieser irdischen Familie. Oft ist das auch so. Mit unserer irdischen Familie. Ja? Ob das Kinder sind und so weiter. Die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben und so weiter. Es gibt manche Manipulationen und so weiter. Das ist die Familie oft. Das sind die Eltern, das sind die Kinder, das sind die Geschwister. Das ist einfach die Familie. Und das sind wir auch oft, ne? Weil das sind nicht immer die anderen. Wir waren auch mal einen Tyrann im Leben von anderen, ja? Jeder von uns war mal einen Tyrann, das ist sicher, ja? Von da aus, Zwilling, das ist die Energie für kommende Woche irgendwie, aber die Karte der Sterne, wie gesagt, ich spüre hier mehr Hoffnung und mehr Zukunft. Aber du bist auf dem richtigen Weg, ne? Du bist richtig in diesem Fokus, bist du richtig. Sehr gute Vorzeichen zeigen sich hier von da aus. Weiter so, weitermachen und im Vertrauen bleiben. Einfach weiter mit dem Gebeten und es sieht sehr gut aus. Ja? Ich danke dir für deine Likes, deine Abos, Zwilling und schönes Wochenende. Bis dann, tschüss.